und rein da. Weiter. Was ruckelt denn hier so? Genau. Gut. Jetzt müssen wir nur die Items irgendwie, wenn hier weniger los wäre wenigstens, aber nee. Schlechte Idee. Keinen Plan, wo das her muss, da weit weg anscheinend. Oh, scheiße. Ich brauche noch eine Basic. Und zwar schnell. Dankeschön. Ah, so. Hilfe. Ich brauche noch so einen Pipe-Plakate, das gibt's ja nicht. Und was ist jetzt mit der Framerate los? Wird wohl wissen, wo der hin muss. Ja. Kohle gehört auch woanders hin, ne? Ich wollte es nur mal sagen. Lass mich mal kurz schlafen gehen. So. Okidoki. Fast, ne? Huh? Kisten ausleeren. Importbus. Ja, das werden wir zusammenbringen. Und wir werden gleich den Export auch lernen. Braucht man sicher auch noch. Dürfte ich wohl schon mal früher gecraftet haben. So, und jetzt müsste der ganze Schmäh schon hier reingeladen. Oh ja, der Overflow wird schon hier reingegeben. Dann schalten wir hinten auch gleich die Default-Rad aus.
damit da keiner mehr auf die Idee kommt, hier was einzulagern. Wir müssten nur den ganzen Blödsinn ins ME-System bekommen. Aua. Aber das wird schaffbar sein. Was ist denn hier jetzt los auf einmal? Sau viele Chunk-Updates jedenfalls. Cable. Ach, stimmt schon. Genau deswegen haben wir einen K, ne? Ach, diese niedrige Framerate stört gerade ein wenig. Kann das sein, dass da irgendwo was überläuft? War gewaltig. So, den auch Ausländer. Schon so. Okay, okay. Ich frage mich gerade, wie ich die andere einsortieren soll, und da ist mir auch gekommen mit dem hier. Das kann ja unrouted werden. Dann wahrscheinlich hier. Nicht viel, aber besser als nix. Was hier mal aufgeräumt ist, aber wirklich so. Ich sehe, es fliegen Items rum. Ah, hier gleich nicht mehr. So, damit haben wir das circa 1000-mal vereinfachte System. So gefühlt zumindest. Gut, jetzt können wir die Chest da hinten auch noch importieren.
in der auch sehr viel Kacke ist. Ah, das macht nichts, wir können jetzt ins ME-System auslagern. Nach einer gefüllten Ewigkeit. Einmal müssen wir noch durch. Und können jetzt auch abreißen. Ich nehme an, irgendwo liegen sau viele Items am Boden. Und deswegen ruckelt es jetzt auf einmal so. Eigentlich haben wir das Ganze jetzt durchs Applied-System eigentlich verbessert. Ist hier irgendwo was rausgeflogen? Ich sehe nämlich nirgendwo was. Um ehrlich zu sein. Was soll's. Endlich haben wir jetzt einen großen Default-Speicher, den wir relativ leicht erweitern können im Notfall. Oh, sehr schön. Sehr schön, sowas gibt's. Es gibt Level mit. Sehr, sehr gut. Wie geht's eigentlich oben unserer Note hier? Ja, ist noch am Nachladen. Da müssen wir noch ein wenig warten mit der Aktivierung. Gut, also gut, also gut, also gut. Weitermachen. Wieder Zeug. Dazu brauchen wir eine ME-Chest. Wobei wir alles. Es geht jetzt alles ins Interface. Dementsprechend schnell ist die ganze Geschichte da. Leute, das gefällt mir. Das gefällt mir. Eine 1K. Ein Importbus. Einen Level-Limiter, den wir gleich lernen werden. Ah, kann man auch alles drin lassen erstmal. There we go. Du bist die falsche Ding. Da hol dich hin. Dankeschön. Ein paar Kabelchen.
Energy Acceptor. Volt Else. Besten Dank. Ach, den Level mit der schönen Auftrag gegeben, ich glaube, ne? Jo. Gut. Sehr schön. Falsch. Falsch. Below limits, yep. Dann Timer haben wir sicher noch. Redstone Torch. Redstone. Hops. Sollte gehen, ne? Heißt die Frage, eigentlich müssen wir so lange einstellen, wie er Killen braucht, ne? Einen Lever, schnell bitte. Warum hat das nicht funktioniert, Leute? Erklärung bitte. Nochmal zurücksetzen, nochmal auf ein neues starten. Vielleicht muss der länger dauern, dann braucht man einen Repeater. Sollte aber eigentlich gehen.
nehme an, weil er nicht mehr rausschauen kann, lässt er sich nicht spawnen, ne? Der Gute. Lass mal gucken. Warum auch immer er es nicht geschafft hat. Gut, 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 gut. Auf ein neues. Kann schon sein, weil er jetzt von allen Seiten eingekapselt ist, ne? Dass die Struktur nicht erkannt wird oder wie auch immer. Und klick. Jetzt scheint er wieder zu funktionieren. Abschalten nicht vergessen. Oh. Dann schauen wir, wie lange das wir jetzt im Schnitt brauchen, um den zu killen. Und das stellen wir dann da als Timer ein, ne? Hauptsache, es wird immer wieder aufgeladen, ne? Bis wir zumindest den Grinder haben. Okay, circa eine Minute. Dann stellen wir eineinhalb Minuten ein. Nee. Ach. Minute zählt. Ja, das sollte reichen. Sollte reichen, wie gesagt. Sehr schön. Alles voll mit dem Zeug, ja. Ah, das kann das letzte Mal vom letzten Mal noch sein, dass wir den so fail gespawnt haben, ne? Könnte durchaus sein. Wichtig ist, sobald wir hier 10 haben, 20, schaltet er ab. Jetzt haben wir, wie viele Klienten haben dran? 1, 2, 3 haben wir jetzt, okay. Also ein Interface sollte kein Problem noch sein. Jupp, eine Mark II. Haben wir da Chassis? Ja. Okay, Provider und Polymorphic brauchen wir. Ich weiß nicht, was er jetzt wieder zusammengebracht hat. Er hat es wieder mal verkackt. Die haben nicht deployed. Warum?